Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind jetzt nach den Coup sichtlich angeschlagen, haben den Relic in unserer Birne und wir werden jetzt sehr schnell feststellen, dass es jetzt aktuell erstmal so aussieht, als wäre es unser Todesurteil auf Dauer und wir werden natürlich jetzt dann auch Johnny kennenlernen. Weiter geht's! Oh, mein Kopf! Wie fühlst du dich? Beschissen. Das war fuck. Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lass ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Es war zu real, selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vi. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du... Ja. Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber. Du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst ja sogar einen komplett neuen holen. Aber deine Psyche, das ist eine ganz andere Sache. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten.
Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, V. Bringen wir dich nach Hause. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, V. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, V. Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viel mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Du kommst sicher klar? Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig. So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf.
Oh, das ist übel. Oh, und jetzt kommt der Beste hier. Ich muss hier raus, verstanden? Johnny fucking Silverhand. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Einmal her. Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck! Fuck! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Hörst du? Immer wiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen, ganz sicher. Lass mich in Ruhe! Oh, verdammt! Oh, zweiter Akt. Alter, wir haben gleich zwei ganze Level gemacht. Holy shit. Das wird die Intelligenz hochmachen. Verringerte Speicherkosten. Je näher du dich an dein Ziel befindest, max minus 35%. Das ist gut. Speicherregeneration ist sehr wichtig. Das, was ich letztens meinte, weil das so Ewigkeiten braucht. Plus 40% Explosionsschaden durch gehackte Geräte. Plus 80% zusätzliche Explosionsschaden bei Gegnern, die von einem Quick-Hack betroffen sind.
Okay. Okay. Plus 10% Schaden von Kopfschüssen und auf Schwachstellen. Wir müssen das jetzt hier auch mal hochballern. Cool auf 9, dann können wir die Dinger uns hier snacken. Okay. Speicherkosten minus 1 und plus 50% Dauer. Wollen wir uns das hier auch. So, und der Skill Tree kommt ja hier unten dann, wenn wir Phantom Liberty starten. Okay. Leichenlotterie. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die richtige Zahl für die heutige Leichenlotterie getippt. Damit sind Sie die glückliche Gewinnerin an den Quadra Sport R7 Vigilant. Fahren Sie vorsichtig. Oh, warte mal. Sekundos. Sekundo, un momento, por favor. Wow, danke, klar, ich habe definitiv eine Zahl getippt. Unglaublich, dass ich gewonnen habe. Ja, einfach mal so ein gratis Auto, das ist von einem Vorbesteller-Dingens. Ihr neuer Quadra Sport R7 Vigilant wurde an Ihre Adresse geliefert. Bitte spielen Sie bald wieder bei der Leichenlotterie mit. Oh, sehr gut. Lieber Mr. V, ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Wells sterbliche Überreste seiner Familie übergeben wurden. Ja, dann müssen wir dann auf die Ofrenda gehen. Okay, let's go. Oh, wir sind knackert. Nicht so teuer. Das 12,5% Chemieresistenz. Ja, R7 Vigilant. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Autofixer. Kaufe noch heute. Ja, und hier können wir jetzt die ganzen Autos kaufen, die normalerweise uns vorher immer auf der Karte verteilt waren. Die kaufen wir jetzt alle über diese Seite hier. Oh, mein Caliburn. Ich hoffe, den kriegt man immer noch gratis oben in den Badlands, wenn man den Job mit Panam gemacht hat, hier Ghost Town. Und hier ist einer der neuen Wagen. Schieße zum Freischalten mehr Fahrzeugaufträge für Muammar ab. Boah, sieht der geil aus.
Der hier ist auch neu. Alter, was ist das für ein geiler Wagen? Ja, wir müssen auf jeden Fall so Fahrzeugaufträge machen. Aber da kommen wir auch erst später hin. Burn Corpus Shit. Wieshose. Das sieht doch relativ cool hier so aus, oder? Aber sehr interessant, die Sachen haben wir eigentlich wieder verkauft, aber die aussehenden Sachen bleiben trotzdem erhalten. Gut zu wissen. Aber mit dem Outfit können wir erstmal gehen. Takemura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Ein andermal. Ich kann gerade nicht. Bin auch völlig fertig. Ich hab dir das Leben gerettet. Du bist mir einen Gefallen schuldig. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. So, ich finde, die Autos sind wie Unterwäsche. Klar, es bringt dich nicht um, sie nicht jeden Tag zu wechseln, aber es wäre schon echt besser für alle Beteiligten. Ich habe ein paar neue Angebote auf meiner Seite, also Flitzer, Nicht-Ritzen-Schmeichler, holt ihr auf Autofix ein anderes Modell für jeden Wochentag. Ja, dafür brauchen wir erstmal Kohle. Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Das ist dann auch der Start in der Dilemma-Quest. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Digga, dieses Bartmus-Kollektiv-Scheißtrick. So, warte mal. Das klatsche ich jetzt erstmal hier rein. Das klatsche ich hier rein. Ich kann jetzt erstmal alle hier rein, die Dinger, weil die werde ich jetzt eh erstmal nicht so usen. Human Nature. Satori mache ich da auch mal rein. Muss auch mal ein paar Klamotten verkaufen. Unity. Die Saw hier möchte ich mal behalten. Die können weg. Die Pumpgun will ich behalten. Das kann weg. Buria lassen wir auch mal.
Die Kenshin hier, was wir haben können, weg. Ich sag mal, Jura will ich auch mal behalten. Die ist relativ selten. Auf jeden Fall ein bisschen Kohle wieder rangeholt hier. Schon mal gar nicht so schlecht. 165.472. Und wieder Gewicht haben wir jetzt uns entlastet. Entdecke Crew Manticore 16 neue Geschmacksrichtungen. Enjoying the weather. Average temperatures this month in Night City. CPD, aufmachen! Barry! Barry, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wollen dir helfen! Fahr zur Hölle, Schwanzlutscher! Ihr habt keinen Durchsuchungsbefehl! Lass den Scheiß, Mann! Mach jetzt auf! Wir sind als Kollegen hier. Haben eine Weile nichts von dir gehört. Wir machen uns Sorgen. Danke! Und jetzt lass mich alleine! Super, Mendes. Du bist echt ein Arsch. Ach, ich bin hier der böse Kopf? Er ist es doch, der sich einbunkert und nach Aufmerksamkeit kreischt. Versetz dich mal in seine Lage. Er hat einen Freund verloren. Du bist weder der Erste noch der Letzte. Das ist das Leben. Wieder mal jemand im Gebäude durchgeknallt? Das ist eine Privatangelegenheit. Also verzieh dich. Warte, vielleicht kennt er Barry. Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Er ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich sehe mal, was ich tun kann. Hey Barry, alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Bei den N54 Lokalnachrichten. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute. Oh, was zum Teufel ist passiert? Langsam habe ich den Eindruck, in dieser Stadt will dich jeder erledigen. Ich komme mir wie ein Amateur vor. Na, halt die Fresse. Warum begeht der höflichste Chauffeur der Stadt neuerdings Fahrerflucht? Wahrscheinlich gehst du ihm auch auf den Sack. Halt die Fresse! Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall, Nummer bla bla bla. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren.
Alter, ich kann einfach Jackie anrufen. Diese Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Jackie, ich... Das ist doch bescheuert. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Warum glaubst du, sie ist nicht mehr hier? Ich habe nach ihr gesucht. Erfolglos. Vermutlich hat sie ihre Spuren verwischt. Parker sollte dir also helfen, den Relic zu entfernen. Arbeitet sie für einen Konzern? Glaube ich nicht. Nein. Warum das? Egal, wie viel Parfüm sich ein Konzerner morgens überkippt. Zur Mittagszeit stinkt er trotzdem wieder nach Betrügerei. Aber Evelyn schien mir einfach nur sehr entschlossen. Stinke ich auch nach Betrügerei? Nein. Du stinkst ganz allgemein. War's das? Ich sollte echt los. Warte. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was, wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau?
Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Hanako-sama, oai dekte koai des. Kochirakoso. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen. Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Es
Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht. Ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken. Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Du bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Hey, wie, Chum, tust du mir denn gefallen? Ich will einen Ausverkauf veranstalten, keinen Müll, nur ordentliche Ware. Du kennst mich doch. Das Problem ist, dass mich sonst keiner kennt. Das Geschäft läuft nicht so toll, aber genau da kommst du ins Spiel. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, komm doch mal vorbei. Bessere Angebote findest du nirgendwo und vielleicht kannst du deine Chums von meinem Laden erzählen. Das würde echt helfen. Evelyn Parker. Bist du da? Übermittlung der Nachricht nicht möglich, der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Danke, das gucke ich mir mal an. Apartments jetzt so. Hey, guck mal. Oh, interessant. Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Der Wagen strebt stets nach vorne, obwohl seine Rösser ihn in verschiedenen Richtungen ziehen. Der Fahrer, der ihn lenkt, muss ständig die hellen und dunklen Seiten seiner Seele mit der Hilfe seines Verstands zügeln. Im Wagen zu fahren bedeutet Gutes und Schlechtes, Höhen und Tiefen zu erleben. Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren? Misty? Ah, ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Okay.
Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Ja, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihrem rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Alright. So, wir bezahlen unsere Schulden. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Lee. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Hör zu. Bitte lach jetzt nicht. Aber ich sehe seltsame Sachen in der Stadt. So eine Art Wandbilder. Aber ich weiß, sie sind nicht echt. Sicher nur ein Kiroshi-Bug. Ich sehe mir das an. Nein, nein. Die Bilder sind zu komplex für einen Bug. Es sind Symbole für irgendwas. Dann ist es der Biochip. Das Gehirn kommt nicht mit dem Daten-Overload klar. Oder er hat schon den Cortex erreicht. Kannst du was machen? Nein. Versuch irgendwie, den Biochip loszuwerden. Bitte meld dich bei mir. Nee, schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen. Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komme vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Oh. Die Welt liegt am Ende der langen, verworrenen Reise des Narren. Der Narr, jetzt weiser und erschöpfter als zu Beginn der Reise, steht nun vor einem Moment der Abrechnung. Manche von uns akzeptieren, wohin unser Weg uns geführt hat, während andere sich einer neuen Herausforderung stellen. Nur eins ist sicher in dieser Welt, man kann nicht alles haben.
Ja, man kann aber immer noch nicht so schnell reisen. Man muss immer noch an ein scheiß Schnellreise-Terminal gehen. Das finde ich scheiße. Okay. Mit dir reden wir sowieso mal bald wieder. Bist du etwa auf dem Weg? Eine Freundin von mir hat mal gearbeitet. Ach ja? Seit wann hast du solche Freunde? Danach sind wir alle, auch du und ich. Jeder Schritt auf seiner Reise fühlt sich an, als würde er eine ganze neue Welt betreten. Letztendlich wird ihn die Reise verändern. Doch wie die Karte zeigt, ist er ein vertrauenswürdiger Kerl, dessen unmündlicher Optimismus ihn zum Ziel bringen wird. Das sind wir, Danach. Ich habe doch kein Katzenfutter. Aber wo ist jetzt eigentlich die neue Area? Ach so, ja, hier kann man jetzt auch hingehen, zu dieser Raketeninsel da, wo die Raketen immer starten. Ich denke mal, da kommt man mit einer Mission hin aus Phantom Liberty. Alter, ist die tätowiert. Fantastisch. Holy shit. Schon wieder? Mal auf. Alter, wo fährt er denn? Fetten wir hoch in den Turbo!
passiert? Die Arasaka sind kein normaler Clan. Sie sind nicht einmal Menschen. Vampire sind sie allesamt. Ihre Körper altern niemals. Und achtet auf ihre Augen, kalt und tot. Ihr Konzern existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Oh, besser gesagt, Totenwandel. Ich sag's euch, Saburo ist nicht wirklich tot. Er weilt ungestört in der Familiengruft. Ja, okay. Aber Saburo ist wirklich tot. Vertrau mir, ich weiß es. Welch Überzeugung! Du hast seinen Tod mit eigenen Augen gesehen? Naja, also eigentlich... nein. Hab ich nicht. Ah, siehst du? Siehst du? Doch wie, fragt ihr, können Sterbliche zu Monstern werden, die dem Tod trotzen? Mit Hilfe der Techno-Nekromanten von Alpha Centauri. Es war ihr Blut, das Saburo Arasaka trank, um sich in diese Teufelsbrut zu verwandeln. Gary, verrat doch keine Arasaka-Geheimnisse. Die finden dich. Na und? Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Du leistest gute Arbeit. Nimm das, um Night City wachzurütteln. Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. Hey! Okay.